frage mich immer, wo sind denn die rot-grünen Feministinnen, die für die gendergerechte Sprache sprechen, aber Vollverschleierung und Frauen, die keine Deutschkurse besuchen dürfen, als kulturelle Vielfalt abtun? Julia Glöckner wird Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz hoffentlich. Julia Glöckner hat ein sehr gutes Gefühl für Stimmungen. Das merkt man auch, wenn man mit ihr im Land unterwegs ist. Also sie weiß, was die Leute gerne hören wollen. Und auf der anderen Seite ist sie aber auch eine Politikerin, die durchaus zur Härte fähig ist. Also dieser Landesverband war völlig zerstritten und den hat sie geeint. Das macht man nicht nur mit netten Worten, da muss man auch durchgreifen können. Also diese beiden Sachen vereint sie schon. Sie hat durchaus Talent. Ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass die anderen Kandidaten, die als potenzielle Nachfolger gehandelt werden, so schwach sind. Frau von der Leyen ist in der Partei äußerst unbeliebt, weil sie auch immer klar gemacht hat, dass ihr die Partei und die Fraktion eigentlich nicht so wichtig sind. Herr de Maizière hat in der Flüchtlingskrise gezeigt, dass Kanzleramt wahrscheinlich doch eine Nummer zu groß für ihn ist. Und das ist einfach so ein Hoffnungswert, den Julia Glöckner hat. Denn bisher viel erreicht hat sie ja noch nicht. Sie hat ja noch keine einzige Wahl gewonnen. Aber sie hat eine Art, die die Delegierten anspricht. Und deswegen wird sie als potenzielle Nachfolgerin gehandelt. Sie hätte mit Sicherheit das Zeug dazu, aber sie hat jetzt eine andere Aufgabe und die soll sie jetzt erstmal bewältigen und darum kämpfen wir hier auch. Wenn ihr aus der Hand von Frauen kein Essen annehmt, weil Frauen angeblich unrein seien, Jungs, dann seid ihr halt schon satt. Und das muss man auch deutlich machen, was bei uns gilt. Julia Glöckner hat ja das Kunststück geschafft, auf der einen Seite immer zu sagen, sie unterstützt Angela Merkel, aber auf der anderen Seite in der Flüchtlingspolitik im Grunde eine Position zu vertreten, die mit Merkels Position also vielleicht Berührungspunkte hat, aber auf keinen Fall identisch ist. Schönreden sollten wir es auch nicht, das, was auf uns jetzt zukommt. Integration funktioniert nicht einfach so. Integration sollten wir nicht dem Zufall überlassen. Integration ist auch nicht die Addition von Vielfalt oder von wertneutralem Multikulti. Es ist eine Frage für uns, der Selbstvergewisserung, wohin hinein wir Menschen integrieren wollen. Und Ihre Forderung nach Burka-Verbot oder nach einem Integrationsgesetz ist natürlich der Versuch, konservative Wähler für sich zu gewinnen, ohne sich von Angela Merkel abzusetzen. Die Burka ist, glaube ich, in Deutschland zumindest bislang überhaupt kein Problem. Also das ist eindeutig so ein politischer Trick, um Leute zu gewinnen, die mit Angela Merkel unzufrieden sind. Ich würde sagen, der Parteitag hier hat deutlich gezeigt, dass Angela Merkel alternativlos ist. Ich glaube, wenn es eine Alternative gäbe, dann hätten sich die Delegierten nicht so vorbehaltlos für ihre Rede begeistert. Und dann wäre möglicherweise auch dieser Kompromiss, dieser Leitantrag nicht zustande gekommen. Ich glaube, die CDU-Delegierten wissen genau, wenn sie 2017 eine Chance haben wollen, dann geht das nur mit Angela Merkel. Da ist im Moment weit und breit niemand zu sehen, der da eine Alternative wäre. Für mich ist Angela die beste Kanzlerin und auch der beste Kanzler, also jetzt unabhängig vom Geschlecht, den wir je hatten. Und ich wünsche mir, dass wir sie noch lange behalten. Also nach der nächsten Bundestagswahl, wenn sich dann in der Mitte der Legislaturperiode möglicherweise die Frage stellt, Angela Merkel möchte nicht mehr, wer kann ihr nachfolgen, dann denke ich, ist sie durchaus eine Kandidatin. Aber 3-4 Jahre sind in der Politik eine sehr, sehr lange Zeit. Ob sie dann wirklich noch in Frage kommt, das lässt sich heute überhaupt nicht beantworten.